Okay, weiter geht's bei Pokémon. Ich wollte in diesem Part eigentlich die Webcam einsetzen, aber naja, der Scheiß läuft wieder unsynchron. Ich glaube, das werde ich dann wohl mit einer normalen Kamera machen müssen, damit es wirklich synchron laufen tut. Naja, okay, gehen wir zurück ins Pokémon Center. Und zwar aus dem Grund, weil wir noch ein paar Items haben, die ich noch nicht abgelegt habe. Unsere Tasche ist ja voll, deswegen lage ich jetzt mal ein bisschen was. Und gehen an den PC. An diesen Windows 98er PC aus dem 12. Jahrhundert. Nein, das ist mitnehmen, oder? Ja, das ist mitnehmen. Nein, nicht das, sondern das. Und Deposite. Drei Sonderbonbons, nicht schlecht. Dann haben wir hier noch Schwert, Klingensturm. Den Lifkey brauchen wir nicht mehr. Das Ghostscope ebenfalls nicht. Das wird verkauft, das auch. Pokeflöte brauchen wir. HM1 brauchen wir nicht. Legen wir die Tames auch noch ab, die können wir später noch holen, falls wir sie verwenden wollen. TM37 lagern wir auch. Gold, was? Goldwatch? Goldene Uhr ist das, oder? Ich dachte, es ist ein Goldzähne, naja. So, TM14, das ist Blizzard. Ein Gym Pass, okay, den Rest behalten wir noch bei uns, oder jetzt verkaufen wir noch ein bisschen was. Den Rest, die Nuggets und so, werden jetzt alles verkauft. Okay. Hi there, may I help you? Ja, ich möchte gerne das ganze Zeug da verkaufen. Zum Beispiel das Escape Rope, das Nugget und dieses X-Item. Wir haben 10 Superbälle, ist mir gerade aufgefallen. Hätte man das Pokémon im letzten Part doch fangen können. Naja, egal. Okay, jetzt aber wirklich, jetzt gehen wir in die Safari-Zone. Wohnen werden und aber, wir brauchen jetzt halt die, TM Surfer. Ja, komm, ich spiele einfach mal, das kennen wir ja schon. Okay. So, jetzt muss ich jeden Schritt genau bedenken. Wo ist das versteckte Haus? Ich gehe hier mal nach links, vielleicht finden wir links etwas. Das finden wir doch mit links. Level 38, tschüss. Wo geht's denn hier eigentlich lang, wenn man nach oben geht? Blitzock! Ball, ich schmeiß mal einen Ball. Kann ihn nicht schaden. Oh, schade. Safari-Ball. Einmal, zweimal. Fail. Scheiße. Und es rennt davon. Walchei, komm sofort wieder zurück. Waren wir hier rechts schon? Oder waren wir dort schon? Ich weiß nicht, es gibt ja schon eine Stelle, wo es nach unten geht, also wo es nach rechts geht. Ah, okay, hier geht's nach unten, okay, da waren wir schon. Also ich muss mir nochmal ein bisschen anschauen, damit ich hier wieder zurechtfinde. Und wir finden ein Item, es ist ein Nugget. Okay. Wo geht's denn lang? Hier waren wir noch nicht, oder? Ist das versteckte Haus? Wahrscheinlich nicht. Ne, da waren wir schon. Hier geht's auch nirgends so lang. Also ich schaue mir jetzt alles detailliert an, damit ich mir ein Bild davon machen kann. Wo das versteckte Haus sein könnte. So, weiter. Hier geht's weiter. Wie viel schaut da mal eigentlich noch? Oh, wir haben schon 200 verschwendet wegen dem ersten. Weil wir uns alles genau angeschaut haben. Naja, ist ja egal, wir haben ja unendlich Versuche. Aber es kostet ja auch alles Geld, ne? Aber es macht nichts. Nach 10 Versuchen werden wir es bestimmt haben. Jetzt ist aber gut. Die Pokémon gehen mir auf den Senkel. Metapod. Tschüss. Meta-Impfpod. Wo geht's denn hier lang? Da waren wir schon, ne? Ja, da waren wir schon mal.
Okay. Okay, wo geht's lang? Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Okay, hier ist auch nichts. Oh, hier ist eine Sackgasse auch. Also hier ist auch eine Sackgasse. Dodo! Dodo, ich fange dich mal. Und gotcha! Perfekt. Ich muss mal kurz Facebook schließen, ich habe sie gerade offen. Okay. Do you want to give a nickname to Dodo 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 Dodo? Nein. Wo geht's denn hier lang? Wahrscheinlich ist es wieder eine Sackgasse. Ja, aber es kann sein, dass hier ein verstecktes Item sein kann. Parasek. Naja, wir haben ja schon Paras, also warum kein Parasek? Einmal. Fail. Und es verpisst sich. Und es ist nichts. Toll. Hallo Paras, ich habe gerade gegen deine Entwicklung gekämpft. Einen sehr epischen Kampf. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, hallo Parasek. Möchtest du wieder es riskieren, gefangen zu werden? Tja, verpiss dich. Ich schmeiß Stein auf dich. Jetzt wirst du gesteinigt. Ich werde dich fangen und ich nenne dich Jesus oder so, wie auch immer, keine Ahnung. Ich bin nicht so der religiöse Typ. Ich kenne mich in Sachen Religion nicht so wirklich viel aus. In Religion habe ich immer geschlafen. Aber da war ich eigentlich auch, ja, aber die Noten waren ganz gut. Da muss man einfach nur nach jeder Frage schreiben, also bei jeder Antwort in dem Test, Gott ist gut und dann hat man schon einen Einser. Also so leicht ist eigentlich Religion. Wie viele Schritte haben wir noch? 75. Okay, da kommen wir her, ne? Ja, da kommen wir her. Oder? Ja, da kommen wir her. Wo geht's aber dann lang? Hey dann, wo geht's lang? Raupi. Egal, komm, fangen wir es einfach mal. Wir haben ja noch keine Raupi. Oh, es will nicht gefangen werden. Oh, es flieht. Na gut, ist mir auch egal. Raupi ist nicht so mein Lieblings-Pokémon. Hier ist ein Haus. Hier geht's weiter. Okay, merken, wir müssen hier zu diesem Haus hin. So, okay. Nein, nicht das, sondern, hier, da. Ein wildes Pokémon taucht auf. Es ist die Safari-Zone. Okay, jetzt weiß ich den Weg. Den sicheren Weg, weil wir haben ja alle anderen, Wege schon genommen. Und es waren alles Sackgassen. So, das ist hier der richtige Weg. Außer Käfer-Pokémon jetzt auf einmal. Raupi, Metapod. Wahrscheinlich gibt es hier noch Kakunas. Okay, wieder ein wildes Pokémon. Es ist ein Paras. Paras ist auch ein Käfer-Pokémon, oder? Ja, stimmt. Paras ist ein Käfer-Pokémon. Käfer, Pflanze. Okay, hier ist es wieder ein bisschen verzwickter. Ist das das richtige Haus? Gott, oder der best part of the Pokémon Safari. You win a prize, a prize. Okay, hier waren wir schon, an den kann ich mich erinnern, an den Typen. Oh wei, oh wei. Haben wir schon ein Owei? Egal, komm, ich fang's einfach mal. Das ist hier ja die Safari-Zone, nicht die Durchgehe- und Verpiss-Zone. Owei, jetzt nicht verpissen, sondern bleib in dem Ball drin. Bleib in dem Ball. Owei, ich meine es ernst. Bleib im Ball.
Siehst du, sogar Yanka Kakemoto spricht schon zu dir. Ja. Das ist hier wahrscheinlich wieder der einzige Weg. Ich folge mal den ganzen Weg und schaue nach. Wir hätten eigentlich durchs Gras laufen können, dann hätten wir jetzt uns 15 Schritte mindestens sparen können. Naja, ich muss mehr durchs Gras gehen und nicht so Umwege gehen. Sonst verschwenden wir ja noch unsere Schritte. Rihorn. Einmal. Zweimal. Scheiße. Und es flieht. Feiges. Rihorn. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Hier waren wir, glaube ich, schon einmal, oder? Ich weiß nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. Ein Top-Genesung. Ich habe das Gefühl, das ist der richtige Weg. Wir sind da! What? How did you find me? I was sure no one will reach me on this cliff. I hope no one else knows about this place. You take this and don't tell anyone. Jetzt haben wir endlich Surfer, yay! Okay, nutzen wir noch die Zeit und fangen uns noch ein paar Pokémon. Aber zuerst bringen wir Surfer noch ein Pokémon bei. It contains Pokémon, ja. Ich bring's Protecti bei. Und zwar verlerne ich Schnapper. Also Clamp wird vergessen. Clamp wird in Vergessenheit geraten. So. Jetzt schaue ich mir nochmal an. Cloyster muss noch eine Attacke erlernen. Welche das ist, fällt mir gerade nicht ein. Ich tu mal schnell die Liste aufmachen, Moment. Ich hab's gleich, kann ein kleines bisschen dauern. So, er sucht gerade, Moment, hab Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Okay, ich öffne es gerade. Kann jetzt sein, dass es gleich in einem Bild ist. Okay, es war im Bild. So. ja, okay. Austausch lernt noch eine Attacke. Und zwar haben wir die sogar als TM. Ich glaube, da muss ich nach der Safari-Zone Cloyster es dann beibringen. Ich fliehe, tut mir leid, Paras, wir haben dich schon. Wir haben Paras schon, also ist es egal. Jetzt ziehen wir ein bisschen rum und fangen noch ein paar Pokémon. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Hidurina. Haben wir noch nicht und das Level ist ziemlich hoch. Level 46. Ich will ein Hidoqueen. Es flieht, Weichei. Ja, genau, Nidorina kann Weichei, ihr habt's erfasst. Oh wei, nicht wieder ein Owei. Ball. Einmal und fail. Shit. Okay, nochmal. Einmal und fail. Scheiße. Oh, es flieht. Scheiße hoch 2. Aber wir haben jetzt schon einen Owei, glaube ich. Oh, wir haben doch schon einen Owei, ich schau schnell nach. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Exekuke heißt es, glaube ich, im Englischen. Exekuke, Exekuke, Exekuke. Ach egal, komm, scheiß drauf. Und was kommt jetzt? Schon wieder ein Owei, lauter Eier hier. Einmal, zweimal, dreimal und jetzt haben wir aber ein Owei. Ah ja, wir hatten schon Owei. Aha, aha, aha. Na gut, dann haben wir eben zwei Oweis. Und mein Emulator spinnt nicht. Ne? Ich habe gerade die rechte Pfeiltaste gedrückt, ohne es zu merken. LOL. Wie viele Schritte? 46. Wettle. Okay, Wettle, du wirst gefangen.
Hallo, bleib in dem Ball. Einmal, zweimal und fail. Shit. Jetzt aber. Jetzt in dem Ball, du scheiß Horn, you. Ich schmeiß gleich einen Stein auf dich. Da hast du einen Grund zum Flennen jetzt. Komm schon, bleib drin. Also, seht ihr, ein bisschen Angst einjagen funktioniert bei Käfer-Pokémon. Nein, nicht das. Ich hab mich gerade vertippt. Okay. So, jetzt laufen wir einfach noch die Schritte nach unten. Leer. Ich speed jetzt auch ein bisschen. Da. Okay. So. Das reicht jetzt. Wir haben jetzt Surfer und die Goldzähne oder die Golduhr oder wie auch immer. Zurück ins Pokémon Center. Jetzt schaue ich noch schnell nach, was die bestimmte Themen ist, was ich haben möchte. Und ich stoppe jetzt dafür. Okay, wir brauchen TM 44 für Austausch. Hol ich es mir schnell. So, TM 44 ist. Ihr werdet es gleich sehen. Ist TM 44 ist Erholung. Und die bringen mir jetzt Austauschball. Und verlieren stattdessen die Attacke. Moment. Dornkanone. Und damit haben wir das Moveset für Austausch. Es besteht aus. Nein, nicht das, sondern es besteht aus den Attacken Surfer, Panzerschutz, Eisstrahl und Erholung. Und zwar werden wir uns mit Panzerschutz die Verteidigung plus 6 erhöhen. Und falls Austausch mal Schaden kriegen sollte, setzen wir Erholung ein. Und Austausch hat eben schon eine hohe Verteidigung, also ist es ein richtiger Defender jetzt. Auf das habe ich Austausch geskillt. So, aber jetzt können wir surfen endlich. Ach, endlich wird es Zeit. Endlich können wir durchs Wasser. Ich habe schon wieder Angst, seitdem ich auf diese Route bin. Ihr wisst Bescheid, warum. Wenn nicht, schaut euch den vorletzten Part an. So, ich surfe da jetzt weiter rüber. Ich surfe rüber mit meinem Austausch. So, hier nochmal Surfer. Okay. Oh nee, 4 Trainer. I swam here, but I'm tired. Ich bin bis hier geschwommen, aber jetzt bin ich müde. Eine Schönheit. Mit einem Starmie. Was machen wir denn mit dem Starmie? Starmie ist vom Typ Psycho und Wasser. Also wäre am Psychokinesen nicht so effektiv, aber ich greife trotzdem an den Psychokinesen an. Starmie, use Harden. ich tue es mal vergiften mit Kiffer. Weil ich befürchte, dass er jetzt seine Verteidigung erhöhen wird, ähnlich wie bei unserem Austausch. Wassergun, also Aquaknei. So, und jetzt wirst du vergiftet. Toxin. Oh, ich hätte eigentlich gleich Sonderblitz einsetzen können. Naja. Habe ich ganz vergessen, dass Kiffer Donnerblitz kann. Na gut, dann war eben der Toxin völlig useless, aber ist auch egal. Ach ja, ich möchte die Alduinen noch trainieren, stimmt ja. Austausch gegen Austausch. Na, wer hat der stärkere Austausch? Ich lasse Kiffer noch draußen aber, und lasse einen Toxin raus. Und dann werde ich wechseln zu meinem Austausch. Aura-Schal. Autsch. Gut, dass ich Drachenlee nicht eingesetzt habe. Ich wollte es vorhin einsetzen, habe ich zum Glück jetzt doch nicht gemacht. So, und jetzt nutzen wir die Gelegenheit und erhöhen unsere Verteidigung plus 6. Aber wenn es verwirrt ist, ist es natürlich schwer. Okay, Panzerschutz. Autsch. Tja, ich bin schon verwirrt.
Willst du mich nochmal verwirren? Das wäre eine doppelte Verwirrung. Jetzt hör auf, dich selbst zu verletzen. Hör auf, Smogmann nachzumachen. Meine Güte. Na, ihr seht, das Gift wird immer stärker. Das ist der Vorteil in Doxin. So, Panzerschutz. But it failed. Cluster hit by poison. Also, einmal noch. Dann ist Cluster down. Ich hasse Superschall. Ich hasse Superschall. Ich hasse Superschall. Okay, was kommt jetzt? Entoron. Ich lasse Protecti mal draußen und schau, was kommt. Ja, verletzt sich nur selber, aber die Verteidigung ist eh schon sehr hoch. Ihr seht, wie wenig der Folien, die Kratzfolie jetzt gerade abzieht, nämlich fast gar nichts. Das ist jetzt leider ein bisschen langfristig, aber ist ja auch egal. Dann seht ihr, was für eine Taktik ich damit im Panzerschutz gerade vorhabe. Und ich glaube, in der nächsten Runde ist auch was nicht mehr verwirrt. Ja, seht ihr, ich weiß, was wie man Pokémon spielt. Disable. So. Ich glaube, es ist die Verteidigung plus 6. Rutenschlag, jetzt senkt er sie wieder. Na gut, dann erhöhen wir sie einfach mal wieder. Ganz einfach. Du willst jetzt die ganze Zeit Rutenschlag einsetzen? Nee, mein Freund. Du, gell? Hör auf! Du ziehst den Part nur in die Länge. Nicht verwirrt, nicht verwirren. Gut. So, und jetzt setze ich Erholung ein. Und danach kommt die Pokeflöte. Critical Hits, na toll. Pokeflute, da ist er an erster Stelle, so wie ich es mir vorstelle. Super. So, Protect ist wieder aufgewacht. Er greift wieder mit Furien. Ich will immer Furienschlag sagen, aber es heißt Kratzvogel. Und jetzt greifen wir an mit Eisstrahl. Entorons einzige Spezialattacke ist Psychokinese, Konfusion. Aber der Furienschlag ist total, Kratzvogel ist jetzt total useless geworden. Und der Rutenschlag auch langsam. Weil wenn der Rutenschlag einsetzt, dann, ja, dann ziehen wir weiter KP ab mit Eisstrahl. Diese Attacke ist scheiße, was du da gerade machst, ne? Zieht nicht so viel ab, ne? 2 KP hat sie abgezogen. Unglaublich. So, und ihr seht, das ist die Taktik von Austausch, auf die ich Austausch geskillt habe. Okay, das war Trainer Nummer 1, das kommt nur Trainer Nummer 2. Oh, I just love you right. Can I help it if I win? Nein, kannst du nicht. Scheiß Göre. Entorn. Was macht er mit Entorn? Frisäure, genau. Sehr effektiv. Shit. Oh, zieht aber gar nichts ab. Okay, wenig, sag mal so. So, okay, jetzt testen wir den Solarstrahl. Die stärkste Pflanzenattacke in der ersten Generation. Das wird ein One-Hit-Kill sein. Ja, ganz genau. So, was kommt jetzt? Krabi! Na, Krabi, verpassen wir mal Krabi eine neue Frisur. Mit Rasierblatt. Das wird ein One-Hit-Kill wieder. Also, das sind alles Basis-Pokémon wahrscheinlich jetzt, die kommen. Die sind keine große Herausforderung jetzt. Ja, Muschas. Kann zwar Eisstrahl, wahrscheinlich mit Level 51 hat bestimmt Eisstrahl. Aber egal. Wir sind besser, stärker und schneller als Muschas. 1000 Erfahrungspunkte für ein nicht entwickeltes Pokémon. What the hell? Sepa. Sepa, neue Kunde und eine neue Frisur.
So, Friseur, der leistet einen guten Job gerade. Einen Kunden hat sie noch und dann ist Feierabend. Goldini. Okay, der letzte Kunde für heute und... Feierabend. Oh, schade, das wäre jetzt schön gewesen, wenn es noch ein Level-Up wäre. Aber naja, man kann nicht alles haben. Gut, den haben wir noch. La 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 la. I sure love swimming. Ich nicht. Ich hasse Schwimmen. Schwimmen ist das Letzte. Deswegen zeige ich auch an Pokémon, weil ich Schwimmen hasse. Seeking, also Seemann wollte ich sagen. Ich meine Golking. Tja, wieder ein neuer Kunde für Frisäure, ne? Neuer Arbeitstag für Frisäure. Diesmal greife ich allerdings nicht mit so Hornattacke. Diesmal greife ich allerdings nicht mit Rasierbett an, sondern mit Solarstrahl, weil weil Golking ein vollentwickeltes Pokémon ist. Und jetzt kommt der Solarstrahl. Schade, dass es hier keinen Sonnentag gibt. Denn Sonnentag bewirkt, dass Solarstrahl sich nicht aufladen muss. Dann könnte man das super mit Solarstrahl kombinieren oder mit Groundon könnte man das auch kombinieren. Groundon hat die Fähigkeit Dürre und Dürre bewirkt, dass es sofort dass der Sonnentag sofort wirkt, also ja, dass es sofort hell ist, also Sonne ist, ne? Da könnte man Groundon eigentlich Solarstrahl beibringen und der Solarstrahl würde immer sofort treffen, ohne sich aufladen zu müssen. Also und man müsste sogar keinen Sonnentag einsetzen. Also es wäre eine richtig super Taktik mit Groundon. Ebenso mit Kyogre, mit Donner. Weil wenn Regentanz ist und man setzt Donner ein, dann trifft Donner immer. Dieses Wort des Art. Was? Treacherous. Oh Gott, das Wort habe ich noch nie gesehen. Treacherous. Schwimmer. Tentacool. Nee, Tentacle ist nicht cool. Ich sehe Tentacle ständig, wenn ich surfe, also ist nicht cool. So. Psychostrahl. Okay, Gift, Psycho gegen Gift, sehr effektiv und tschüss Zentara. Und Level für PY, oh mein Gott, schon Level 53. Ich glaube, ich kann mir das Trainieren dann bald sparen. So, was setzen wir jetzt ein? Das ist die Entwicklung, den Toxer, ich lasse PY mal draußen. Und greife diesmal mit Psychokinese an, weil den Toxer ist entwickelt. Ja, seht ihr, es hat sogar die Psychokinese überlebt. Aber den Psychostab wird es nicht mehr überleben mit diesen wenig KP, das Tentoxa noch hat. Also, tschüss Tentoxa. Okay, 2000 Erfahrungspunkte, krass. Poliwag, was ist denn das jetzt? Das Wort habe ich schon mal gehört, aber ich weiß immer noch nicht, was für ein Pokémon das ist. Quapsel, ne. Na gut, dann Alduino Junior. Hoffentlich kann keine Hypnose, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Wir haben hier die Pokéflöte. Erstmal die. Ich versuch's zu rappen. Ne, Alduino Junior ist ein guter Rapper. Rapperin meine ich. Besser als Kitty Cat und die ganzen möchtegern Rapper. Alduino Junior! Es wurde gerappt. Jetzt kommt Poliwag, die Entwicklung, Kapuzzi, Dragon Age. So, Dragon Age gegen Kapuzzi. Body Slam! Na gut, Donnerwelle. Ach ja, ich habe übrigens noch eine TM, die wir einem Pokémon beibringen können. Und was im Moveset steht, und zwar ist es Body Slam. Welchen Pokémon ich es allerdings beibringe, sage ich euch noch nicht. Das werdet ihr gleich sehen nach dem Kampf oder wenn wir in der nächsten Stadt sind. Ich rap's einfach mal und tschüss. Poliwrath, das ist Quappo. Ich versuch's wieder zu rappen. Duplex Heap, warum heißt die Double Step, wenn es Duplex Heap ist? Double Slap heißt, Double ist ja für zwei, ne? Aber Duplex Heap trifft mehr als zweimal. Zumindest hier jetzt auf einmal. Nämlich viermal. Also müsste es eigentlich, keine Ahnung heißen. Okay,
Okay, jetzt aber. Jetzt wird's wieder gerappt. Sieht aber wenig ab. Naja, besser als nichts. So. Und Level up für alle, die schon haben, braucht noch 3 Level für einen Drauran. Und dann kriegt man ihn geblasen. So, ich dachte mir, dass es hier nach oben gibt, weil diese 4 Tränen sieht man normalerweise, wenn man von Fuxane City nach zur Seeschauminsel hinsurft. Naja gut, ich freue mich, dass es hier bessere Pokémon gibt als nur den Tacher. Das ist wieder ein Plus an dem Hack. I tried diving for Pokémon, but it was a no-go. Was? Was hast du gesagt? Ich verstehe nicht. Naja. Okay, Slowbro. Okay, Slowbro. Was setzt man gegen Slowbro ein? Nee, Slow ist nicht mein Bro. Ich wechsle einfach mal zu Kiffer. Mit einer Donnerblitzattacke. Auch wenn es wahrscheinlich Amnesia einsetzen wird. Yep, Amnesia. Er spielt Amnesia in der Runde. Ich vergifte es einfach mal. Es kann sein, dass der Kampf im Westen ein bisschen länger dauert. Also Toxin. Ja, jetzt kannst du von mir aus die ganze Zeit Amnesia einsetzen. Das Gift wird dich schon noch langsam wird es dich zu Tode töten. Zu Tode töten. Echt geil. Zu Tode töten. Oh mein Gott, was habe ich für einen Wortschatz? Naja. Das Gift wird immer stärker. Je mehr du kämpfst, desto schwächer wirst du. Bis das Gift dich völlig ausgelöscht hat. So, und jetzt ist es, glaube ich, bestimmt down. Selbst wenn es ein Donnerblitz noch überlebt, das Toxin wird ihn killen. So killt man einen Lamos. Was kommt jetzt? Golduck, Entoron. Auch der Entorons hier. Dabei ist Entoron nicht so besonders stark. In der ersten habe ich es gemocht, in der ersten Generation, aber jetzt mache ich es eigentlich nicht mehr. Oh, Konfusion. Na gut, Thunderbolt. Der Thunderbolt. Oh, wir haben schon 32 Minuten aufgenommen. Nicht schlecht. Kam mir gar nicht so lang vor. Sea King, Gold King, also. Thunderbolt, natürlich. Waterfall, Kaskade. Eieiei. Früher habe ich gedacht, dass Kaskade eine zweite Generationsattacke wäre. Allerdings habe ich sie dann durch mein Metronom entdeckt. Und dann ist mir aufgefallen, hey, Kaskade gibt es auch nur in der zweiten Generation. What the fuck? Dabei ist es eine Erstgenerationsattacke. Oh, oh nee. Hoffentlich sind wir bald da. What's beyond the horizon? Deine Mutter ist hinter dem Horizont, Alter. Tentacruel. Oh Mann. Ich hab langsam keine Lust mehr auf diese Wasser-Pokémon hier. Die gehen mir langsam auf die Nerven. Psychokinese. Hydro-Pumpe. Hätte nicht gedacht, dass Tentoxer in der ersten Generation Hydro-Pumpe erlernen kann. Naja, wir haben ja Genesung. Das ist ja nicht so besonders tragisch. Wir können uns immer wieder heilen. Ich glaube, ich mache wieder einen extra langen Part heute. Weil heute Wochenende ist. Oh, nicht wieder Slow, Bro. Das ist doch langweilig. Und warum setze ich jetzt Rex ein? Oh, Mann. Okay, was können wir denn einsetzen? Na, gar nichts eigentlich aus Risikotackle. Aber Lamos hat eine hohe Verteidigung. Ich mache es einfach mal trotzdem. Ja, zieht sehr wenig ab. Panzerschutz. Jetzt zieht es noch weniger ab. Ich wechsle jetzt einfach mal zu Kiffer. Setz dann Toxin und Explosion, Finale ein. Okay, Toxin und dann kommt ein Finale. Nein, fuck. Oh, ich dachte schon, jetzt greift's an. Okay, Toxin. Hallo, warum trifft Toxin jetzt nicht? Dabei ist Toxin doch gar nicht so ungenau. Jetzt aber, also geht doch. So, du bist vergiftet. Und jetzt machen wir einen Selbstkill.
safe, das wirkt. Okay. Und jetzt wechseln wir wieder zu Dragonir. Jetzt kriegt Dragonir wahrscheinlich die volle KP, außer ja, durch die Strex halt. Strex kriegt auch noch ein paar Erfahrungspunkte. So, und jetzt wird es gerappt und gleichzeitig noch vergiftet. Das erhöht die Stärke von Toxin immer weiter, je mehr wir Wickel einsetzen. Das ist eigentlich auch eine super Taktik. Alter, das ist die Killer-Taktik Nummer 1. Toxin und dann Wickel. Haha, das ist die Killer-Taktik, Alter. Alter, das ist voll die Killer-Taktik. Eis-Pokémon, glaube ich, ne? Kann Eis-Attacken. Jurop. Kann sogar Eisstrahl, glaube ich, mit Level 52. Ei, Aurora-Strahl. Ich mag keinen Aurora-Strahl. Eieiei. Attacke sinkt. Naja, jetzt wird's gerappt. Oh, Drachenwut zum Abschluss. So. Cloyster. Austausch. Ich wechsle sofort wieder zu Protecti. Austausch gegen Austausch. Ich hasse Ultraschall, ey, Superschall. Scheiß Superschall. Scheiß Superschall. Ich greife mit Surfer an, weil ein Eisstrahl vierfach schwach wäre. Ein Surfer ist allerdings nur zweifach schwach. Hör auf, dich selbst zu verletzen, du scheiß Emo. Jetzt aber. So, Surfer. Ja, zieht, ich hätte gedacht, dass es mehr abzieht. Oh, Sens kann, ja, stimmt, Sens kann ja, wie heißt die Attacke nochmal? Verdammtes englisches Spiel. Da kann ich jetzt sagen, was für eine Attacke das ist. Das ist, Dornkanone. Scheiß englisches Spiel. So, einmal Surfer noch und Austausch ist. Ich hasse Superschall. Jetzt lass es mal. Auf dich selbst zu verletzen. Ey, Quatsch, was ist alles? Ich weiß gar nicht mehr, was ich quatsche. LOL. Protecti is confused. Protecti use Surf. So, Cloyster hat Cloyster besiegt. Schade, kein Level Up. Schade. Glub. Ja, Glub. Verrecke, erst auf. So, was kommt jetzt? Alle sagen, dass sie Schwimmen lieben. Lauter Freaks hier. Ich will endlich die nächste Stadt erreichen. Kapuzzi, Level 53. Pivai, auch Level 53. Zuerst setze ich Erholung ein. Genesung. Genesung ist es. Ah, Hydropumpe. Stimmt, ja. Quapuzzi kann Hydropumpe. Aber nur, wenn man es nicht zuvor zu Quapo entwickelt, ne? Ihr wisst, was ich damit meine. Psychokinese gegen Quapuzzi. Ja, sogar ein One-Hit-Kill, aber nur, weil es ein Volltreffer war. Was kommt jetzt? Starmie, da muss ich wechseln. Lass mal Frisäure ran. So, verpasst mir Starmie eine neue Frisur, obwohl Starmie gar keine Haare hat. Juhu! Nee, ich mach's anders, ich greife mit Solarbeam an. Ja, gut, das ist ja nur ein Tackle. Ein Volltreffer-Tackle, scheiße. Nein, jetzt aber. Schon wieder ein Volltreffer, ficken! Aber hier da, Aluni Junior. Von The Wave. So, jetzt wird gerappt. Rap hat keine AP mehr, echt geil. Okay, Drachenwut. Ja, jetzt kannst du es von mir aus 100 mal Harden einsetzen. Drachenwut wird dich killen. Mein liebes Dami. Okay, Stami ist down. Gehen ebenso wie der Trainer. Passt immer noch kein Level ab.
Na gut, Alduin braucht sehr viel KP, Erfahrungspunkte meine ich, EP. Mehr als alle anderen Pokémon. Na gut, es gibt noch Pokémon, die brauchen für Level 100 1.600.000 Erfahrungspunkte. Da weiß ich sogar eins. Eins ist, wie heißt denn das, die Entwicklung von Krebscore, Krebutak. Krebutak braucht auch, braucht 1.600.000 Erfahrungspunkte für Level 100. Also, so, ich möchte jetzt die nächste Stadt erreichen. Und natürlich noch ein Trainer. Gott, ich liebe es. Lauter Trainer hier. Lapras, cool. Ein wildes Lapras. Sieht man auch nicht alle Tage. Ich bin beeindruckt, aber ich fühle trotzdem. I look at the sea for to forgot, yeah. So, hoffentlich hast du nicht so viele Pokémon. Zwei. Gut, zwei sind noch okay. Aber nicht, wenn es Psycho-Pokémon sind, aber na, ich glaube, Sterndu ist ja noch kein Psycho-Pokémon. Starmie ist ein Psycho-Pokémon, Sterndu allerdings noch nicht. Ist wie Muschas. Sterndu ist ein Wasser-Pokémon, aber kein Eis-Pokémon, aber seine Entwicklung schon. So, jetzt kommt wahrscheinlich Kingler kommt. Ich dachte, jetzt kommt Starmie, aber Kingler ist auch gut. Oh, sogar ein Warning-Kill. Also ja, so leicht kann man es machen. Und Pivai erreicht nochmal ein neues Level, Level 54. Oh, Traumatic. Was, du willst ein Traumato? Dann hol dir eins. Oh Gott, unsere Pokémon sind sehr geschwächt. Wir müssen unbedingt mal die nächste Stadt erreichen. Hier geht's weiter. Aber da unten ist noch ein Trainer, habe ich gesehen. Den möchte ich noch ausschalten, auch wenn ich jetzt keine Lust drauf habe. Oder haben wir den schon? Ja, wir haben tatsächlich den schon. Nein, was kommt jetzt? Oh. Keine Lust zu kämpfen. Keine Lust zu kämpfen. Okay, den lassen wir mal aus. Den ebenfalls. Ich kann die nächste Stadt schon sehen. Und da ist sie. Berg, was ist denn das jetzt für ein Müll? Was ist das denn jetzt? Moment. Moment. Nein, nicht das, sondern das hier. Was ist das? Ausrufezeichen. Das ist hier der Pokémon Zoo im Original. Endlich ein PCB. PC. Das ist aber ein großer PC. Schaut euch mal an. Was für ein wunderbarer PC. Das ist der neueste Rechner von Microsoft. Ich nenne ihn PC. How can you not love the city on the sea? Oh nee, das ist doch keine Stadt, oder? Ich muss mir mal eine Karte anschauen. Das Problem ist, wir haben sie abgelegt. Ich würde so gerne auf die Karte schauen. Um zu sehen, wo wir jetzt sind, aber. Ich schaue noch ein bisschen herum. Ein Shop. Oh mein Gott. Diese Stadt erinnert mich an Xeneroville aus Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd. Alles voller Wasser. Und man muss hier von. Man muss hier überall hinschwimmen. Ja, okay. Ausrufezeichen. Was ist denn eigentlich in dieser Höhle drin? Aha, das ist die Seeschauminsel im Original. Die Frage ist, wo führt die uns hin? Okay, hier gibt es Trainer. Das gibt es in der normalen Seeschauminsel nicht. Ein Käfersammler? Okay. Hä, ist es der fatale Wald oder was? Das ist Level 60. Ich brauche mein Asthma-Spray. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. 60er, also. ja. Scheiße, wir müssen wieder trainieren. Oh Mann, ich hasse trainieren. Ich wette, die Liga-Pokémon haben Level 70. So, Flammenwurf.
Ja, Raserei. Erhöre ich deinen Angriff. Du musstest ständig Raserei einsetzen. So, Vivo, hätten wir erledigt. Level up für Rex. Ich frage mich, was es hier für wilde Pokémon gibt. Wahrscheinlich wieder Wasser-Pokémon. Exegugor. Kokoball. Auch Level 60. Oh mein Gott. Starkato. Die Killerattacke. Starkato. Okay, Kokoball ist. Ja, down. Volltreffer. So, es kommt jetzt. Es kommt. Rosana. Das Pokémon mit dem längsten Ruf. Aber im Wanted Kill, glaube ich, ja, sehr effektiv. Volltreffer, das überlebt keine Rosana. Selbst wenn es auf Level 60 ist und 7 Level höher ist als unser Rex. Ach Mensch, ich muss bald wieder trainieren. Ich habe doch gar keine Lust zu trainieren. Na gut, verlassen wir einfach mal diese Höhle. Und gehen ins Pokémon Center und bringen noch schnell einen Pokémon Body Slam bei. Und dann beende ich den Part. Dann schauen wir uns im nächsten Part die Höhle an. Oder die Arena, wie auch immer. Bla 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 bla. Ist euch aufgefallen, dass in jedem verfickten Pokémon Center ein scheiß Pummeluff ist? Was soll dieser Müll? Überall ein Pummeluff. Es verfolgt uns. Ich beobachte dich. Ich beobachte dich. Genau du. Dich beobachte ich die ganze Zeit jetzt. Ha! Der Carpator-Händler? Bist du der Carpator-Händler? Nein. Schade, ich hätte jetzt gerne noch einen Carpator gehabt. Ey Quatsch, wir sind hier völlig falsch. Ich muss hier das da. Okay, was ist ein TM Body Slam eigentlich? Body Slam ist TM8. TM8 ist hier, sehr schön. Ich hätte es schon längst machen sollen. Schon viel längst. Schon, wo wir es gefangen haben. Unser Pokémon hätte ich es machen sollen. Ich bringe Body Slam Aldunian Junior bei. Bei Aldunian Junior nach seiner Entwicklung zu Sagoran er auf normalen Angriff spielt. Und als Body Slam eine perfekte Attacke dafür. Es ist die Frage, welche Attacke möchte ich verlernen? Ich schaue schnell nach auf das Moveset. Ich verlerne Slam. Slam haben wir so gut wie überhaupt nicht eingesetzt. Außerdem ist Slam sehr ungenau und nicht meine Lieblingsattacke. Okay. Okay, jetzt hätten wir alles. Also gut, im nächsten Part schauen wir uns die Höhle an. Und ja, vielleicht auch den Arenaleiter mal gucken. Also Leute, bis zum nächsten Part. Ciao.